Hi! Bei der Heroes of the Storm Technical Alpha gibt es wieder einen großen Patch. Und zwar wirklich einen großen Patch. Ich werde nicht auf alle Änderungen eingehen, weil es dann einige Kleinigkeiten sind. Es sind einige Talente verschoben worden, auf niedrigere Level, höhere Level, sind ein paar entfernt worden. Ich gehe jetzt aber auf die Hauptsachen ein. Und zwar, es gibt einen neuen Battleground. Ich hoffe, den kann ich euch bald einmal zeigen. Ich habe ihn bis jetzt erst zweimal gespielt, allerdings einmal mit einem Pusher. Da habe ich eigentlich nicht wirklich irgendwie einen Anteil gehabt. Garden of Terror, wie es heißt. Und beim zweiten Mal habe ich ein bisschen mehr Einblick gekriegt. Garden of Terror heißt die Map. Es ist eine Drei-Lane-Map. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Minen, also wo man Golem beschwört, und Dragon Knight. Und zwar insofern ist hin und wieder Nacht auf dieser Map und in dieser Nacht spawnen Pflanzen in dem Garten, die man killen muss. Und die droppen Seeds, die werden einfach hochgezählt bei beiden Teams. Und ja, ich glaube, es sind pro Nacht etwa 180 Seeds oder sowas. Und sobald diese Seeds gesammelt worden sind, alle, geht halt dann der nächste Tag wieder los ohne diese Pflanzen. Und man kann jederzeit, sobald man über 100 Seeds hat, einen im Team losschicken und in der Base sich quasi in einen Garden Terror verwandeln. Ist im Grunde genommen wie der Dragon Knight zum Behandeln. Man kann ihn selbst steuern, man hat da die Fähigkeiten, die sind natürlich sehr gut zum Pushen. Und ja, er wirkt ein bisschen wie ein Golem. Und das ist der Garden of Terror. Es sind relativ viele Mercenaries auf der Map. Es gibt keinen Golem. Und in der Nacht sind auch die Mercenaries alle weg. Das heißt, man muss sich da ein bisschen darauf einstellen, dass die Mercenaries. Also, wenn man normalerweise jemand ist, der Mercenaries holt, wie zum Beispiel mit einem Gazlow, dann muss man sich da ein bisschen umgewöhnen, weil einfach die Mercs hin und wieder einfach nicht da sind. Der Cooldown für die Mercs allerdings trotzdem runtergeht. Ist eine interessante Map, bin immer gespannt und ich hoffe, ich kann es euch bald mal zeigen. Dann gibt es einen neuen Hero, das ist der Rhaegar, ein Schamane und ist ein Supporter. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gespielt, ich habe ihn nicht wirklich in Action gesehen. Also ich habe ihn schon gesehen, aber ich habe nicht wirklich einen großen Einfluss von ihm gesehen. Er hat einen Chain Heal, wie man es halt schon aus WoW kennt, eine Kettenheilung, ein Lightning Shield, wie man es aus Warcraft 3 kennt, das einfach rund um den Ally Lightning Schaden macht. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das ist. Die Talente habe ich mir auch noch nicht angeschaut bei ihm. Earthbind Totem hat er, einfach ein Totem, das slowt rundherum. Und sein Trait ist der Ghost Wolf. Also der Ghost Wolf, nicht Ghost Wolf. Ghost Wolf ist statt dem Mount, kann er sich einfach in Wolf verwandeln mit höherem Movement Speed. Das scheint ziemlich stark zu sein, weil ich glaube, das hat nämlich keine Cast Time. Die Heroic Abilities ist ein Bloodlust, wie man es halt eh schon von überall erkennt. Attack Speed und Movement Speed fürs Team. Und Ancestral Healing. Ich glaube, das heilt ein Hero komplett. So. Es hat dann nur bei zwei Heroes besonders große Änderungen gegeben. Das war da. Also beim Muradin weniger. Muradin ist einfach generell gebufft worden. Seine Skills sind einfach alle ein bisschen verbessert worden. Ich habe dabei auch noch nicht gespürt. Bin noch gespannt, ob er dadurch jetzt irgendwie sie sinnvoller anfühlt wie vorher. Kann aber du durchaus sein. Die Tyrande ist ziemlich stark geändert worden. Ich habe es bis jetzt, glaube ich, bei mir noch nicht gesehen. Ich habe schon ein bisschen gespielt und vorher war es so, dass sie zwar irgendwo cool zu spielen war, aber eigentlich völlig unnötig. Sie hat nicht wirklich irgendwas besonders gut können. Es war nur recht lustig, weil man mit ihr snipen hat können. Das kann man jetzt nach wie vor. Allerdings sind ihre Skills eigentlich komplett geändert worden. Ich hoffe, ich werde euch die beide mal zeigen.
klingt eigentlich ganz gut. Es ist im Grunde genommen so ein Damage-Supporter mit einigen Tricks, wie zum Beispiel Teammitglieder unsichtbar machen für kurze Zeit. Sie scheint jetzt ein bisschen interessanter zu werden. Das Level-System hat sich komplett verändert. Man levelt zwar jetzt, das Level-System außerhalb des Spiels hat sich komplett verändert, das ist wichtig dazu zu sagen. Das heißt, man kriegt für gewonnene Spiele kriegt man XP, für verlorene auch. Und es ist so, man hat nach wie vor ein eigenes Level, das steigt, und man steigt gleichzeitig auch mit dem gespielten Level Hero auf. Was ein bisschen lästig ist, man muss jetzt nämlich jeden Hero erst, ich glaube, auf Stufe 4 spielen, bevor man alle Talente freigeschalten hat. Das heißt, bis man auf Level 4 ist, ich schätze mal, es sind etwa 8 Games oder sowas, kann man einen Hero meistens noch nicht sonderlich effizient spielen. Ja, das ist für jeden Hero so. Man kann dann auch irgendwelche Master-Skins freischalten, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Man kriegt auf manchen Stufen wieder Gold dazu. Es ist jetzt auch so, dass man bei jedem Spiel automatisch 10 Gold fürs Verlieren oder 40 Gold fürs Gewinnen kriegt. Und eine große Änderung ist auch nur, dass Artefakte eingeführt worden sind. Wenn man ein Spielerlevel von 15 hat, dann hat man Artefakt-Slots freigeschalten. Und wer League of Legends spielt, kann sich das etwas so vorstellen wie die Runen. Das heißt, die muss man sich erst kaufen. Bis jetzt gibt es 3 Slots und ich glaube, da gibt es 5 Artefakte und 4 Artefakte. Die sind jetzt nicht unbedingt so teuer. Das Problem ist allerdings, dass man es hochleveln kann mit Gold und damit käme es dann doch wieder auf 5000 Gold pro Relikt oder Trinket oder Gem, wie sie genannt werden, diese Artefakte. Und ja, das kostet halt Gold. Wie gesagt, wenn ihr es aus League of Legends kennt, also ich würde es von den Kosten her ziemlich gleich schätzen wie die Runen bei League of Legends. Und ansonsten, ja, ich denke, das waren die gröbsten Änderungen. Wie gesagt, das haben sie ein paar Talente verschoben und ich werde euch das hoffentlich bald in Action zeigen mit ein paar Heroes of the Storm Videos. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr kriegt auch bald einen Alpha Invite. Ciao!